Fantastisch. Der blaue Himmel auf unserer Erde. Er hat viele Denker fasziniert, unter anderem auch Galileo. Und hallo, willkommen zu Wissen für Weltmeister mit dem Thema: Warum ist unser Himmel eigentlich blau? Ja, viele fragen sich dieses Thema, aber es ist ja nicht nur ein Phänomen in unserem Himmel, es ist auch ein Phänomen bei Bergen zum Beispiel. Ja, wenn ihr irgendwo in der Nähe von einem Berg wohnt, der so 20, 30 Kilometer weit weg ist, er erscheint blau. Aber die Frage, warum der Himmel blau ist, das ist erstens mal ganz leicht zu erklären, indem wir uns mal hier die Sonne gepackt haben. Die Sonne, in diesem Fall, dieses gelbe Bonbon, strahlt und sie gibt unglaublich viele Wärme ab. Die Sonne ist nämlich ein riesiger Stern aus Gas und dieser riesige Stern, der produziert Strahlen und diese Strahlen, die haben unter anderem auch die Farbe Blau, unter anderem auch die Farbe Rot. Die können wir so nicht sehen. Jetzt haben wir natürlich ein ganz gutes Ding. Wir haben eine Atmosphäre und die ist nicht besonders dick. Und diese Atmosphäre, die hier oben ist, die sorgt dafür, dass unser Himmel blau ist. Weil es sind Luftmoleküle in unserer Atmosphäre. Und diese Luftmoleküle, die lassen besonders stark das blaue Licht durch. Rotes Licht wird da eher absorbiert, aber blaues Licht, fühlt sich da besonders wohl bei den Luftmolekülen. Aus diesem Grund wirkt der Himmel auch so blau, weil es optimaler Nährboden ist für die blaue Strahlung. Und die rote Strahlung von der Sonne, die geht teilweise wirklich unter. Das ist der einzig wahre Grund, warum der Himmel blau ist. Ja, wer hätte das gedacht? Ciao!